Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge vom Landwirtschaftssimulator 19. Heute hier am Samstag, ich wollte schon Freitag sagen, nein, am Samstag. Und mit dabei heute wie immer der Nils und der Heiko. Hallo. Hallo. Und ich bin auch da, ja, ich wäre natürlich. Ja. So, ja, ich habe eigentlich nichts zu tun, außer meine Pferde zu bereiten, aber ich glaube, ich kann euch nicht damit belästigen, jetzt hier 2 Folgen lang nur Pferde zu bereiten. Das glaube ich, dann doch ein bisschen lästig. Ich mache das Ja. ab und zu durchaus mal so ein bisschen, dass das ein bisschen drin ist, ne? Aber ich kann nicht hier 2 Folgen lang Pferde bereiten. Also erstmal habe ich dazu keine Lust und zweitens wollen die Zuschauer glaube ich auch nicht sehen. Crystal ist schon, die anderen 7 Pferde fehlen noch. Das heißt, 7 Pferde werden also 35 Minuten, würde sogar noch länger als 2 Folgen dauern. Also, wenn wir sie strikt bei 15 Minuten halten. So. Was kann ich denn jetzt machen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Kühe sind komplett versorgt. Hühner sind komplett versorgt. Grasmähen. Muss ich gucken, ob das schon fertig gewachsen ist. Nee, ist noch nicht komplett fertig gewachsen. Da gibt es eine Fläche, die noch nicht fertig gewachsen ist. Aber hinten die Wiese müsste natürlich schon. Ich könnte theoretisch wieder Gras mähen, ja. Die Oh, Schafe bräuchten langsam mal wieder Gras oder Heu halt, ja. könnte auch ein bisschen Silage verkaufen. Ja, könnte ich auch machen. Würde ich sogar einen Ratter zur Verfügung stellen. Den brauche ich gerade nicht. Kostenlos oder mit Aufwand? Eine gute Frage. Mhm. Du wärst nie kostenlos, ne? Muss ich diese Frage beantworten? Nein. Ach komm, ich gebe dir kostenlos dann. Ich brauche ja gar nicht. Ich verdiene ja sowieso genug Geld. Also, Wenn man das hört, ne? na, es ist noch nicht genug, aber ich verdiene mehr als du. Willst du das wissen? Wo steht denn der bei dir auf dem Hof irgendwo? In der Halle. Ach Gott, in der Halle kann man ja nicht reinspawnen. Ey, da sind ja so viele Fahrzeuge. So, in den LKW reinspawnen. Jetzt gucke ich, wo der Dings steht. Mein So. Ende. Am anderen Ende, na war ja klar. So. Die Silage Dings an der Seite, ne? Ja, die Lade steht dann neben der Halle. Hat die schon mal einer umgedreht zwischenzeitlich? Nein. Nein. Warum auch immer die so rumsteht. Weiß ich auch nicht. Obwohl doch, naja, Möglich halt. ist, die so hinzustellen. Das ist auch die andere Frage, wie es möglich war, die überhaupt so hinzustellen, ja. Ich glaube, wir sind da einmal gegengefahren. Kann sein. So, ist gedreht. Okay. So. Gerade nur mein Häcksler nicht. Aber ich glaube, Heiko, so wie du den Dings hingestellt hast, ne? Den was? Den Kercher, Ja. kommst du gar nicht an alle Fahrzeuge ran, ne? Doch. Hinten bis zum Radlader? Also natürlich nicht, wenn sie in der Halle stehen, aber. Ja. Deswegen, ich habe mir ja mittig unter meinem Unterstand gestellt, damit ich wirklich überall rankomme. Ah. Heike, du musst die Ja, gut. Querbahn erst wieder fahren, ne? Müsste ich eigentlich. Ich probiere es mal so, ob es noch geht, weil es ja Ach irgendwie so, so. Heiko, du könntest hier jetzt auch überall Gras setzen, ne? Auf deine ganze Rasenfläche, wo kein Gras hier wächst. Stimmt. Mit dem Landschaftstool musst du nicht mal extra bezahlen, weil es dieselbe Textur ist. Ah. Dann gucken wir jetzt auch noch mal. So, gut. Wir haben uns den Radlader von Heiko geschnappt, den er uns freundlicherweise kostenlos zur Verfügung stellt. Ich habe überlegt, Heiko, willst du das so lassen mit Feld 26 oder willst du wenigstens einen ganz kleinen Streifen noch am Straßenrand machen? Ja, ich werde sie lassen. Weil es ist zum Beispiel Nils schon passiert, dass er ein Stück rübergefahren war in der einen Ecke. Mit voller Absicht natürlich. Ja, natürlich, was anderes gibt es ja nicht. Also ich hoffe, Nils, dass du dir trotzdem noch Heiko ein bisschen hilfst, ne, bei seinem Hofarbeiten da. Obwohl du deinen eigenen Hof hast. Helfe ich euch beiden, ja. Ha? An sich helfe ich euch beiden doch. Ja, das stimmt. Hast ja auch Selbst schon wenn es nur meine Geld ist. Pferde mitberitten. Ja. Ach stimmt, mein Pferd muss ich auch bereiten. Ich Deine muss da. Pferde, eins. Ja, Genau, ich habe auch mein Pferd gesagt. du hast mein Meine Pferd gesagt, Pferde. das stimmt.
So, ich hoffe, ich kann das in dem Ladewagen auch von oben einfach reinkippen. Kannst du. So, wie viel passt rein, die Zange? 6.000. 5.000, glaube ich. Oh, ich werde es gleich wissen. Ja. Gleich weiß ich. Ich sage 6.000. 5.000. Hat er recht. Lange nicht mitgearbeitet. Aber diese Ausreden. Doch, einmal habe ich mitgearbeitet. Das war noch recht zu Anfang, als 19 da draußen war. Ich glaube, das haben die irgendwann nochmal gepatcht. Das Problem ist, dass dieses Ladewagen recht hoch ist. Ja. Da fährst du oben rauf auf Silo. Ey, nee, das passt schon. Geht. Geht gerade so. Mit ein bisschen durchs Dachgestänge vom Anhänger durchglitschen geht das. Ja, dann geht immer. Immer geil, dass er noch ein Rest anzeigt, obwohl er eigentlich leer ist, ne? Immer so ein bisschen nochmal texturmäßig noch was zu sehen ist in der Schaufel oftmals. Ja. So, und erste Ladung. Yeah. Ey, mach ganz voll. Für 5000 haben. Er hat dich ganz voll gemacht, da fehlen noch 16. Macht er aber nie. Beim ersten Mal war es voll gewesen, beim ersten Mal. Dann hattest du Glück. So, unten steht jetzt die Lage, 99%, seht ihr, ja. Alles schick hier. So. Ja. Weil da will ich jetzt nicht mehr mit dem Wagen drüber fahren über das Silo zum Einladen. Nee, es könnte ein bisschen steil werden. So voll wie das ist, ja, vor allem wenn du da erstmal die erste Kante weggesammelt hast, dann wird das richtig steil. Hast halt Spaß. Ja. Spaß. Kann ich eigentlich an dem Ladewagen hinten noch einen zweiten Anhänger hinten ranhängen? Ja. Hinten aber andersrum müsste es, glaube ich, gehen. Du kannst ja den kleinen, glaube ich, nehmen und da hinten den Ladewagen dranhängen. Meinst du, das geht? Der braucht ja eigentlich eine Kraftkupplung, ne? Was hat denn der für eine Kupplung hier? Ja, die Kupplung ist aber nur dafür da, damit das Ding sich vorne bewegt. Ja, ich weiß. Die Kraftkupplung ist ja nur für die Aufnahme da, klar. Genau. Und also, warte mal. Er hat Ringfeder. Ich muss mal gucken, ob der andere Trailer hinten eine Ringfederkupplung hat. Sollte er, glaube ich, haben. Ne, könnte das theoretisch gehen. Ja, er hätte eine Ringfederkupplung. Weil dann könnte ich nicht mit 23.000, sondern gleich mit 35.000 hinfahren. Spare ich mir ein bisschen Fahrweg halt, ne? Und du verdienst ja ein bisschen Geld. Ja. Aber ich will jetzt nicht das ganze Silage verkaufen, weil ich brauche den Teil noch für die Kühe wieder. Die müssen dann irgendwann nämlich auch mal wieder mit Mischfutter versorgt werden. Mhm. Deswegen hatte ich das letzte Mal vorher voll gemacht gehabt. Alles und ja. Gucken wir mal, ob ich das ankoppeln kann hier. Erstmal testen, ob es ankoppelbar ist. Nutzen ja quasi nur als Trailer jetzt den Ladewagen. Ja. Ja, geht. Sehr gut. Kann ich beide zusammenziehen. Jetzt halt nur. Das Lustige ist, er zeigt trotzdem eine Kraftkupplung an, ne? Beziehungsweise, ja. Die ist trotzdem zu sehen, die hängt jetzt aber an der Kette so befestigt. Damit sie nicht runterhängt. Ich weiß noch, beim 17er und so, da wurden die dann einfach entfernt, optisch, ne? Ja, dann waren die gar nicht da. Also die Kupplung zwar dafür, aber die Stange halt nicht. Und hier ist jetzt die Stange auch noch da, trotzdem. So, dritte Schaufel, wenn ich mich nicht irre, also 15.000 schon drin. Hat er wieder voll gemacht, siehst du, 5.000. Ja, ich habe erst ein Fettler aufgesät. Okay. Sehr gut. Ja, Nils hat jetzt seinen eigenen Forstbetrieb. Sieht gerade ein bisschen chaotisch aus. Och, na ja. Sieht das nicht überall, obwohl, ne, bei mir eigentlich nicht. Die Baumstämme liegen nicht unbedingt gerade so, wie sie liegen sollten. Wann tun Baumstämme das schon mal? Und ein bisschen über Länge. Okay. Kleister.
Na komm, Heiko, bei mir ist doch relativ ordentlich immer auf dem Hof. Ja, eigentlich schon. Kannst du ja gleich mal zum Sägewerk kommen, dann siehst du das Chaos. Will ich das sehen, ist die Frage. So, Trailer ist voll. Der erste. Kann ich ihn auf öffentlichen Straßen fahren? Der erste Trailer ist voll. Ich habe übrigens immer noch die Radgewichte hinten am Rad dran, Heiko, ne? Die habe ich gar nicht abgemacht, nachdem wir gepflügt haben. Wozu, wenn du hast? Naja, braucht er ja ein bisschen mehr Leistung hier. Ist ja mehr Gewicht, ja, was er bewegen muss. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Ja. So, in den zweiten Trailer passen nochmal 12.000 rein. Der Liebherr ist gar nicht korrekt. Da fehlt ja eine Sicherheitsvorrichtung. Welche? Der piept gleich beim Rückwärtsfahren. Oh. Eigentlich müsste er piepen. Eigentlich schon, ja. Aber ich finde es gut, dass sie es rausgenommen haben. Es wäre echt einfach nur nervig. Also ich finde das gerade, wenn du viel irgendwas rückwärts fahren musst, ist es immer echt nervig. Ja. Na, stimmt schon. Da ist der Zug mal wieder, der gerade vorbei heizt. Miau. Feld ist fertig gesät. So, die Schaufel sollte jetzt theoretisch nicht mehr komplett reinpassen. Weil da muss 12.000 reingehen in den kleinen Trailer hier. Genau, so, gut. Dann fahren wir mal zur Scheune. Wo wir das dann verhökern können. Gewinnbringend natürlich. So, schon mal die nächste Schaufel voll gemacht. Fürs, wenn ich wieder zurück bin. So. Na dann, machen wir mal wieder Straßenzug. Zur Abwechslung. Mal wieder einen kleinen Straßenzug hier. So. Gleich mal entsprechend dazu ein Thumbnail gemacht. So. Gucken, wie das Kurvenverhalten immer ist, immer die Frage, ne? Wie ist das Kurvenverhalten denn? Ja. Weil das Problem ist, der Ladewagen, der lenkt die Hinterachse nämlich mit. Ja, eigentlich würdest du die Anhänger andersrum aneinander hängen, ne? Und nicht so rum. Eigentlich würde ich sie andersrum hängen, aber der hat hinten halt keine Kupplung dran. Ja. Also muss ich sie quasi so rumhängen. Da hast du gar keine andere Wahl. Nö. Und es sei denn, ich mache einen auf Marke Eigenbau und baue hinten selber eine Kupplung an. Geht aber leider nicht. Im realen Leben könnte man sich auch einfach ein Schweißgerät nehmen und eine Kupplung und selber hinten eine anschweißen. Ob denn so legal ist, weiß ist denn die nicht. Frage, was der TÜV davon hält, ja. Ja. Aber bei landwirtschaftlichen Maschinen, da sind die eh nicht so. Ja, an sich würde der TÜV erstmal sagen, Fahrzeug darf noch fahren, aber ob du was anhängen darfst. Ja, genau. Müsste ja getestet werden, wie ist die Anhängerlast, die Stützlast und so weiter. Maximale Stützlast, maximale Anhängerlast. Müsste Heiko ja alles kennen aus seiner Fahrschule. Ja. Zwecks Anhänger hast du ja schließlich. Ja. Ich nicht, ich darf trotzdem Anhänger fahren, obwohl ich keinen BE habe. Aber allerdings nur bis 750 Kilo. Also Anhänger nur bis 750 Kilo und die zulässige Gespann, die zulässige Gesamtmasse des Gespanns darf die trotzdem die 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Aber so dürfte ich es trotzdem noch machen dann. Mein Geld rattert, yeah! Allerdings nicht wahnsinnig schnell, aber es rattert zumindest. Wäre schön, wenn es schneller rattern würde. Wow, für 12.000, pass auf, habe ich wie viel bekommen? Das lohnt sich gar nicht, für 12.000, gerade mal 3.000 bekommen. Es lohnt sich halt nur in der Masse halt, das ist mal das Problem, ne? Ja, man muss die BGA haben. Ja.
Dann lohnt sich es richtig. Wäre schön, wenn ich sie mir einfach kaufen könnte, das Zeug verkaufen und danach wieder verkaufen. Die BGA. Ja. Also könnte man wahrscheinlich. Der Punkt ist nur, ich habe das Geld dafür nicht. Aber was kostet die nochmal gleich? Land BGA 564.000. Ich komme jetzt, wenn es hochkommt, auf 300.000. Ich habe also gerade mal knapp die Hälfte. So, einmal 10.000 verdient. Vielleicht sollte ich darauf mal sparen, Heiko, und die erstmal kaufen. Ja. Wäre auch interessant für dich, weil da wären ja Gärreste und die kannst du ja auch als Dünger verwenden, genau wie Mist. Mhm. Weißt du? Ja, was kann, kostet die nochmal? Habe ich ja gerade gesagt, 564.000. Schnäppchen. Ja. Obwohl, wenn wir das Geld alle zusammenlegen würden, könnten wir es kaufen. Das ging ja dann sogar. Mit Kredite und allem drum und dran natürlich. Wäre das sogar kaufbar. Ja, wenn ich hier ordentlich Holz ansehe und dann das Ganze abholze, dann habe ich auch genug. Ja, aber dann hast du die BGA, nützt sie mir ja nichts. Das ist ja nicht mein Problem, oder? Das stimmt. Und zur Not kann ich hier das Geld auch überweisen. Nein, nein, nein. Man könnte jetzt auch ein Wettrennen machen und sagen, wer kann zuerst die BGA kaufen, ne? Aber... Gut, dann sag ich mal so, ich habe schon 250.000, weil ich den Kredit noch habe. Naja, ich weiß. Du kannst ja auch noch ein bisschen höher gehen als den Kredit, ne? Kannst ja ich habe schon verkauft jetzt. Kannst ja bestimmt auch locker so auf 500.000 hochgehen mit dem Kredit bestimmt. Also ich bin jetzt beim Kredit bei 230.000, kann auf 500.000 hoch. Naja. Ja, fahren wir jetzt mal im Feld hin. Mais will ich ja doch schon endlich langsam machen. Dann mach doch. Ja, ich hab kaputt das Geld dafür nicht. Ja, die Sachen zu mieten macht auch keinen Sinn, ist zu teuer, ja. Ja. Wenn es nur das Schneidwerk wäre oder so, na, dann ging's ja noch, aber. Wenn man nur eine Sache mieten müsste. Mhm. Ja, Feld 14. Hast einen schönen Auftrag, glaube ich, mal fürs Ernten. Wer, ich? Wer, beide. Was ist da? Wenn ich richtig gesehen habe, Baumwolle. Ja, okay. 6.000. Ja, Baumwolle wird auch ordentlich Geld bringen, ne? Aber bringt relativ, ist der Ertrag sehr gering. Das Problem ist einfach, dass du ja beim Auftrag nicht viel Geld extra rausbekommst. Kriegst du eine Auftragsvergütung mit ein bisschen Glück, aber Baumwolle ist allerdings nicht viel. Ja. Noch ein bisschen was extra, aber. Hier bei dem Grasmähen und Silageballen pressen, da habe ich richtig Geld gemacht, extra. Mhm. Ja. Das war ein guter Auftrag. So, liebe Leute, die Folge ist auch schon wieder lange zu Ende. Ich überziehe heute mal wieder schon wieder hier. Und deswegen sehen wir uns morgen, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns bis dahin von euch und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.